Hallo ihr Lieben, so da bin ich wieder. Endlich ist es wieder soweit. Ich war gestern schon in den Startlöchern, es war aber nicht der Start und heute ist aber der Start. Und jetzt schauen wir uns an die Lotuslegung auf dich und deinen Herzensmenschen. Wenn du in keinen Seelenpartnerprozess drinnen bist, ja, dann nimm das für dich und nimm für dich die Sachen raus, die du für dich brauchen kannst jetzt im Moment, ja, um dich zu stärken, um für dich weiterzugehen. Danach habe ich mir bekommen, schauen wir uns an ein bisschen die Bereiche, noch einmal so wie die Wirbelsäule, einfach auch den Chakrenbereich, wo ist da was los, also welche Themen wollen angesprochen werden. Das kam irgendwie so. Und im Nachgang möchte ich mit ganz einfachen Mitteln einfach zeigen, wie man schneller mal schauen kann, wo es vielleicht irgendwo energetisch irgendein Wirrwarr oder wo braucht es da einfach ein bisschen Energie und wie kann man mit ganz einfachen Mitteln, egal ob man sich gerade blockiert fühlt oder nicht, mit bildlicher Sprache, mit einem Ausdruck, ja, indem man den einfach umdreht, nicht den Ausdruck der Seele, dass ich was nach außen hin ausdrücke, sondern dass ich der Seele quasi von außen hin ein Bild gebe, dass sie sich wieder wohlfühlt. Ja, das kommt im Nachgang. So ihr Lieben, jetzt starten wir mal los. So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Wir haben sogar tatsächlich schon ein paar Hinweise bekommen, abgesehen davon, dass ich spüre. Ich glaube, da liegt es nämlich nicht, aber wir haben Hals, wir haben Stirn, wir haben Herz, wir haben Sakral und wir haben die Füße. Und es geht tatsächlich um die Beziehungsstrukturen harmonisieren. Und jetzt schauen wir uns das an. Hoppala. Also, hier unten haben wir den Bereich, ihr seht jetzt nicht ganz alles, es geht sich leider nicht aus. Aber was gibt euch grundsätzlich Kraft und da geht es um euch beide? Dann haben wir den Bereich in der Mitte, was ist der Plan dazu und was geht es da eigentlich? Ja? Und dann so das göttliche Licht, also einfach das Übergeordnete, was ist das Ziel? Also nicht nur der Plan jetzt, sondern auch mit dem Plan die Verwirklichung. Also das irdische Ziel trotz des Plans. Ja? Also was passiert jetzt quasi als nächster Schritt? Dann haben wir hier auf der Seite dich. Hier auf der Seite dein Seelensternchen. Diesmal wieder so, dass das Seelensternchen rechts ist. Bei der letzten Lotuslegung, bei der vorletzten, glaube ich, wollte das Seelensternchen immer auf der linken Seite fallen. Jetzt auf der rechten Seite und das ist auch völlig in Ordnung, das ist völlig okay. Wenn es für euch aber so ist, dass ihr sagt, nein, ich bin hier wirklich, ich bin eher dort, ja, und da ist mein Seelenpartner, dann ist es in Ordnung, dann ist es einfach genau spiegelverkehrt. Ja. Mal so hin und her switchen, das nicht. Also es ist schon... Die Energien sind quasi getrennt. Ja, da haben wir die, was ist eher zu tun, also was sind die Dinge, die vorangetrieben werden gerade, um was geht es, was ist eine Stärkung für dich persönlich und dein Seelensternchen, was ist eher nicht zu tun und was sagen eure hohen Selbst dazu, ja? Was ist quasi der einzelne Plan, nicht für euch gemeinsam, sondern der einzelne Plan und dann noch die Rückblätter. Da noch Hinweise zu euch und da übergeordnet waren einfach noch die Energien, die so ein bisschen mitwirken. Ja, und jetzt schauen wir uns das an. Also, was gibt euch Kraft? Und die Kraft ist hier wirklich tatsächlich dieses ewige Risiko, dieses Hin- und Herwürfel, dieses die Würfel fallen ewig und ewig, dieser ewige Kreisel, ja, des Zweifelns hier zu beenden, sich das wirklich ganz genau anzuschauen, um was geht es da eigentlich im Prinzip, was ist da wirklich los, warum komme ich immer wieder ins Misstrauen hinein, wieso mache ich mir da immer wieder Gedanken, wieso schaue ich da immer wieder hin und warum würfel ich immer wieder neu. Ja, also da kommt dieses Risiko einfach mit, einfach dieses Misstrauen. Und dass das hinausgeht, dass man sich das anschaut, das ist hier der Plan quasi, ja, da unten. Das ist das, was jetzt im Moment euch beiden Kraft gibt. Ja. Sich mit seinen Zweifeln, mit seinen inneren Schatten, der Fuchs begleitet auch immer durch die Schattenwelt durch, ja, sich dort auseinanderzusetzen und zu schauen, was ist da los.
Und da geht es tatsächlich darum, in die Verbindung einzutauchen, also nicht in das Misstrauen, sondern wirklich auch zu erkennen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Der Fuchs hat eine ganz tiefe Schleue und erkennt Situationen wie ein Warnsignal auch. Der Fuchs steht immer für eine Warnung, aber nicht im Negativen, sondern auch zeigt er einfach an, wo kann es hingehen, ja? Wo kannst du dir deine Sternenanteile, ja, oder deine Bewusstseinsanteile zurückholen. Wo hängt da vielleicht noch irgendwas? Wo dürftest du da vielleicht noch in der Verbindung was heilen oder was auch immer, ja? Also da leitet, boah, da kommt die ganze Zeit der Halsbereich, das Familienthema durch. Wo leitet der Fuchs da wirklich durch? Was darf man sich hier noch anschauen? Und auch diese Risiken einfach hier beenden, indem man hier in die Tiefe geht. Indem man aber auch eine Verbundenheit lebt. Und jetzt kommt es mit sich selbst, aber auch mit anderen wieder. Und hier seiner Führung folgt, also wirklich hier auch sich mit seinem hohen Selbst verbindet und hier in die Kommunikation geht. Und ihr seht schon, die Kommunikation ist eher auf der Seite, die Verbindung eher auf der Seite. Das genaue Hinschauen eher auf der Seite und der Fuchs eher auf der Seite. Das, was hier verbindet, ist quasi der Würfel. Ja, also es ist irgendwie riskant, weil da noch Misstrauen ist und da schaut man auch vielleicht zu genau. Und da geht es darum, das Misstrauen wird geheilt durch das Sakral, durch den Sakralbereich. Man sagt immer wieder, im Sakralbereich ist auch das innere Kind angesiedelt. Ich halte davon nichts, das innere Kind ist bei mir überall. Ja? Aber was mitkommt, ist tatsächlich das innere Kind. Die innere Kindarbeit, sonst wäre es mir nicht eingefallen, und das Herz. Ja? Also hier wirklich noch einmal alte Bereiche, alte Themen des Herzens in die Heilung bringen, weil übergeordnet habt ihr die tiefe Geborgenheit und die Liebe und das Herz hier liegen. Ja, was ist der Plan? Und der Plan ist, die Ängste überwinden, die Kontrolle aufgeben, grundsätzlich wieder in die Verspieltheit, in die Leichtigkeit einzutauchen, hier den spirituellen Weg einzuschlagen und den spirituellen Weg tatsächlich zu gehen, die Klarheit bekommen, der Führung zu folgen, ja, aber auch seine Wunscherfüllung. Wir haben es ja das letzte Mal gesehen, das Sternschnüppchen. Lustigerweise haben wir jetzt beim Seelensternchen das Sternschnüppchen liegen und bei dir aber den Stern. Ja. Also wirklich sein Universum auf die Welt zu bringen. Du hast hier als Hinweis auch den Atem des Kosmos liegen. Und bei deinem Seelensternchen eher, ja, aber das gilt beides immer für euch. Ja. Schaut da genau hin. Ja. Also es geht um den Umbruch, eher hier, ja, wirklich diesen inneren Kompass finden, in die Spiritualität, ins Erwachen, in den Bewusstwerdungsweg, in die eigene Wünsche, in die eigene Kraft. Dort geht's hin. Ja? Und da geht es eben noch darum, die Kontrolle aufzulösen. Hier wirklich für sich zu wirken und wieder in die Leichtigkeit, in die Verspieltheit zu gehen. Denn das Leben ist dazu da, es zu leben und nicht nur irgendwie kam das jetzt mit in der Vergangenheit zu stehen. Ja? Also irgendwo kommt da auch eine vergangene Schwere mit. Bei euch beiden. Ja? Hier haben wir mehr noch das Familienthema tatsächlich präsent liegen. Ja, was ist der nächste Schritt? Wo geht es hin nach diesem Plan? Ja, wo begleitet euch das göttliche Licht sozusagen hin? Und das ist jetzt tatsächlich, um zu sehen und in die Veränderung zu gehen. Ja, hier seine Seelenflügel aufzubreiten und sich mit den Störchen weiterzuleiten. Und da geht es auch noch einmal um eine Geburt, um die eigene Geburt, aber auch um hier wirklich den Stern, ja, vom Himmel herunterzuholen, um ihn hier in dieses Nest, auf diese Erde zu bringen. Und das darf man sehen, da darf man den Stirnbereich noch öffnen und da darf man sich dem wirklich hingeben und eine klare Sicht bekommen. Auch der Stern steht für eine klare Sicht. Da wird einfach noch einmal eine Instanz höher geöffnet, aufgemacht und nach oben hin verbunden. Ja, und das aber auch aus eigener Kraft. Ja. Du stärkst hier irgendwie deinen Bereich, gehst nach oben und holst es wirklich zu dir herunter, damit es da unten einfach fließen kann. Weil du hast hier bei dir auch die Überfülle liegen, das gilt aber für euch beide. Ja, jetzt ist es sehr interessant, weil was kommt nämlich tatsächlich, was sind bei dir die Schritte, die einfach ins Positive bringen? Das ist da die Reiterin. Über die Regenbogenbrücke, da geht es um einen Höhenflug ein bisschen. Da geht es darum, Altes abzugeben und Neues zu sich zu holen. Da geht es auch um eine ehrliche Kommunikation mit sich selber. Auch da geht das, ist eben auch das Hals, der Halsbereich, der steht für den eigenen Ausdruck, für die eigene Größe, für Familienthemen, für seinen Raum einnehmen und. Ja. Also der Halsbereich ist schon ein sehr wesentlicher Bereich. Ja.
eben auch in Bezug auf die Kommunikation. Und du hast die Kommunikation jetzt eigentlich hier liegen, wo sie schwerpunktmäßig eher dort liegt. Also ihr spiegelt euch da schon recht. Ihr habt auch ein bisschen ähnliche Themen, nur anders gewichtet. Ich nehme jetzt nicht wahr, da geht es um eine Befreiung eher mit der Reiterin, um eine schnelle Aktion, um das Weitergehen. Das ist das, was mir als erstes gekommen ist, um für sich zu stehen. Also hier wirklich in der Neuen, in die Vollendung zu gehen und seinem Herz zu folgen. Ja, so darum geht es irgendwie, also mit der Neuen, mit dieser Vollendung des alten Zyklus, ja, über den man da jetzt gerade hinwegschreitet, sich die Eins des Reiters zu holen und mit der Zehn den neuen Impuls, ja, die neue Ära einzuleiten. Und dort hupft man jetzt mit einem Quantensprung drüber. Ja, das ist so wirklich dieses, oder auch die Kontrolle aufgeben, hat schon damit zu tun, mit dieser, dem Sprung ins Ungewisse, ja, dieses Unbekannte zu ergründen. Und dort geht man jetzt hin, dort lässt man sich geleiten. Das ist für mich jetzt nicht die Karte, dass man sagt, oh, ich laufe jetzt zum Gegenüber und schicke meine Nachricht. Ja, kann aber hier sehr wohl auch für die ehrliche Kommunikation stehen, ja, wenn es der Weg ist, aber nicht, weil die Karte jetzt gefallen ist. Ja, die Karte sagt jetzt was anderes aus in dem Fall. Aber wenn es um die Kommunikation geht zwischen euch beiden, dann geht es schon auch darum, den alten Weg zu heilen, den alten Weg der Kommunikation auch zu heilen, ja, und über die Regenbogenbrücke neue Wege zu finden, auch in der Kommunikation und ehrlich miteinander zu kommunizieren und offen. Ja. Und das ist jetzt ganz passend, weil um was geht es jetzt eigentlich so nicht bei dir? Und das ist hier jetzt die Versöhnung zu suchen. Ja? Es geht schon darum, auch hier wieder mit der Neuen, es geht schon darum, für dich selber in den Frieden, das wäre jetzt die Lilie, die liegt da drüben, ja, zu finden und da in die Leichtigkeit zu gehen. Aber was da mitkommt, ist, es geht jetzt nicht darum, zum Seelenpartner rüber zu laufen, ja, und hier um eine Versöhnung zu bitten oder hier um eine versöhnliche Geste entgegenzubringen, also irgendeine Aktion. Ja, weil es für dich, und das sagt dir den Hohen Selbst, jetzt um dich geht, deinen goldenen Käfig zu öffnen, ja, dich übergeordnet zu engagieren, deinen Schlüssel für dein Leben zu finden und den Türchen aufzusperren, um dein Herz zu transformieren. Ja, und hier möglicherweise auch tatsächlich die Sehnsüchte und die alten Strukturen, ja, und diese Loyalität, die einen hier immer wieder Energieverluste bringt, zu beenden. Ja, also hier geht es wirklich tatsächlich um dich und um alte Themen zu beenden, um in den Fluss zu kommen, hier wirklich tatsächlich neue Wege zu finden in deinen Fluss. Das ist jetzt gerade die Selbstmeisterschaft und da geht es mit der 3 und der 4 um das spirituelle Erwachen mit der 7. Ja, haben wir hier auch. Also bei dir geht es hier wirklich, diesen Kummer zu beenden, ja, diesen Stillstand für dich zu beenden, in die Bewegung zu gehen. Ja, der ein oder andere ist von euch ja auch genau dort, dass er das tut, aber es kommt immer wieder so ein bisschen eine Schwere. Und da heißt es einfach noch einmal, wenn es da ist, lass es fließen. Anubis hat hier auch Tränen im Gesicht. Ja, und aktiviere deine weibliche Stärke. Ja, da hat er das Weiblichkeitszeichen in der Hand und da seinen Stab. Ja. Die Göttlichkeit quasi. Ja? Also aktiviere beides für dich wieder und steh stramm. Also steh gerade für dich ein, ja? Und schau dir, was du für dein Leben gerade brauchst und das darf jetzt für dich sein. Ja? Weil du bist der Kosmos, du bist der Atem des Kosmos und der Atem des Kosmos bist du. Ja? Und hier geht es wirklich darum, mein Wille wird dein Wille, so in irgendwie. Und es geht darum, den Universum auch ein bisschen das Management darüber zu hinterlassen und sich dort wirklich so hineinfallen zu lassen in den Atem des Universums, in den Teil, in dem du selbst auch bist. Ja, das kam jetzt so irgendwo mit dieses. Und dadurch, dass du dich hingibst und hier wirklich atmest und das in den Ausgleich bringst, ja, wird genauso der Wille des Universums zu dem Willen, der hier auf der Erde passiert und dein Wille, den du hier hast oder dein Wunsch, dein Bestreben als Seelchen, ja, wird genauso hier auch deins. Ja, und darf von dem Universum mit der Erde hier wirklich im Ausgleich fließen. Ups, dann läutet gleich der Wecker ein. Aufwachen, aufwachen. So. Dein Seelensternchen. Nein, bevor wir jetzt da auf die Seite gehen, ihr beide, euch begleitet das Glücksschweinchen. Wenn es um dein Glück geht, kann dein Glücksschweinchen gar nicht groß genug sein. Ja? Und das nehme ich schon ein bisschen mit, das Einhörnchen wollte auch zuschauen. Es schaut zwar immer zu, aber jetzt hat es sich angemeldet, nämlich auch mit der 9. Du hast hier dreimal die 9 liegen. Schaut hier zu, ist dabei. Halsbereich ist wirklich, ich spüre es die ganze Zeit, ganz, ganz wichtig für dich.
tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich richtig ist. Die Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Und jetzt ist das ganz witzig, weil da kommt, wenn du glücklich bist, denk daran, dein Gesicht zu informieren. Also lache, tanze und fühle dich wohl in deinem Leben. Und wenn du wirklich diese Freude in dir spürst, dann lass es auch über dein Gesicht nach außen hin strahlen und teile es mit der Welt. Das ist das, was so mitkommt. Ja? Du suchst die Liebe deines Lebens, dann schau in den Spiegel, du bist bereits hier. Genau, so schaut das aus. Und bei euch übergeordnet ist eben die Geborgenheit, die Herzöffnung, das Herz, die Liebe, die fließen darf. Ja? Wenn und dann kommt noch wirklich so ein bisschen mit, wenn jemand dir erklären will, wie du dein Leben zu leben hast, hör ganz aufmerksam weg. Dein Mantra für den heutigen Tag, aha, interessant. Übrigens, das liegt mehr auf deiner Seite, ja? Also dieses falsche Wissen von außen, aber auch da spiegelt ihr euch. Ja? Also das ist einfach das, was für euch beide wirkt. Ja? Das Seelensternchen hat sogar hier unten liegen, das schauen wir uns gleich an. Reagiere mit diesem Mantra auf alles, was du heute siehst, hörst und vor allem, was du denkst. Ja? Und schau dir das wirklich ganz genau an. Stell dir vor, jeder Wunsch, den du an einen Menschen aussendest, ist ein kleines Engelchen. Und da fließt wirklich so ein bisschen auch wirklich diese Liebe mit. Und ich nehme schon wahr heute, so ein bisschen eine liebevolle, ja, vielleicht spürt es der ein oder andere von euch auch, ja, so ein liebevoller Zug vom Seelensternchen. Ja, irgendwas passierte gerade auf energetischer Ebene. Vielleicht gerade deswegen hier nochmal der Hinweis, es geht jetzt nicht darum, dem ersten Impuls sofort zu folgen, ja, und wieder auf das Seelensternchen zuzugehen, wenn ihr diese Wärme spürt, wenn ihr diese Liebe spürt, die fließen möchte. Und jetzt schauen wir uns euer Seelensternchen an. Was geht's da? Es geht darum, hier einen neuen Weg aus diesen Unruhen zu finden und sich schon auch mit gewissen Außeneinfluss, Freunden, möglicherweise auch Familie hier auseinanderzusetzen, aber hier einen Weg daraus zu finden. Ja, mit der 3 und mit der 8 auch sich wieder wirklich zu erinnern, kommt da jetzt mit, und Körper, Geist und Seele, aber auch Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wieder miteinander zu verbinden und nicht so lose stehen zu lassen, wo da dann wieder die Unruhe einen finden kann, sondern hier wirklich einen klaren Weg zu finden, und dort ist man gerade dabei. Okay, der ein oder andere ist vielleicht noch nicht ganz dabei. Was, ich sollte noch irgendwas sagen, Moment. Boah. Okay, da brauchen wir eine Klärungskarte. Um was geht's da, wenn ihr mir das schon so ins Ohr hinein flattert, bitte? Vielleicht geht es auch darum, ein Stück weit in sich hineinzufinden. Ja, wenn die Vögel hier für eine Nervosität stehen, für eine Unruhe, die man hat, dass man einen Weg findet, dort wirklich auch in sich hineinzuhorchen, weil wir haben ja auch hier die Lupe liegen. Oh. Okay, wir haben hier die Lupe liegen, danke, das hätte man ja auch gleich sagen können. Und hier haben wir das Herz, ja, in seine Tiefen hineinzukommen. Was macht mich hier nervös? Was bringt mich hier in die Unruhe? Wo ist eigentlich ein Außeneinfluss, der vielleicht hier irgendwas verquert, dass ich vielleicht den ganzen Bereich für mich hier noch nicht ergründen kann? Ja, das ist hier so das, was so ein bisschen mitkommt, wirklich hier auch das Herz zu öffnen. Hier wirklich zu schauen, welche Gefühle dahinter stehen, dass man sich manchmal unruhig, nervös, positiv aufgeregt empfindet. Ja, das kommt hier schon stark mit in Bezug auf dich, Schabe. Also vielleicht hat es hier auch eine Öffnung gegeben. Um was geht es hier jetzt nicht? Oder was ist jetzt nicht der Zeitpunkt? Und da kommt das ganz stark jetzt mit der Familie zu klären, lustigerweise einen Hausputz in der Familie zu machen, vielleicht hier Tabula Rasa zu machen, darum geht es nicht. Es geht eher um den Tiefgang, um die Ruhe. Das ist das, was ich auch als erstes mitbekommen habe. Und es geht aber auch jetzt nicht darum, die Sexualität zu klären oder irgendwie zu bereinigen, sondern oder jetzt einen Konflikt hineinzubringen in diese Verbundenheit. Ja? Oder hier einfach das trennen zu wollen, diese Verbundenheit. Die Routen stehen ja auch immer für eine Abwehr, für eine Streitkommunikation, für eine Diskussion. Man muss hier nicht diskutieren oder irgendwie einwirken in einem konfliktnarrhaften Boden, ja? Sondern es geht eher darum, das Ganze in Ruhe zu finden. Also nicht in einer gewaltsamen Aktion. Ja? Dafür wäre es jetzt nicht die Zeit.
Das übergeordnete Selbst deines Seelensternchens sagt hier, es geht ums Glück. Ja? Findet dein Glück in dir selbst und findet das Glück mit anderen wieder. Und es geht um den Umbruch und das haben wir hier schon gesehen. Ja? Also bei den Seelenmenschen sind hier tatsächlich doppelte Karten. Ja? Das Herz ist zweimal gefallen, die Lupe ist zweimal gefallen und auch der Umbruch fällt zweimal. Also hier ist einiges los. Ja? Währenddessen du dich wirklich auf dich konzentrieren darfst, da deine Transformation beendet, hier nicht wartest, hier nicht im Kummer stehst für den einen oder anderen noch, ja? Sondern hier wirklich dich verlässt auf diesen göttlichen Atem. Ja? Weil das Glück ist hier mit euch, das fließt. Und jetzt haben wir es ganz schön, jetzt haben wir hier tatsächlich die Manifestation, deine Träume werden erfüllt werden, also dein Seelsternchen wird hier wirklich gerade dazu gebracht, ja, in seine Träume, in seine Kraft, in seine Mitte zu finden. Ein Wünsch dir was Sternschnüppchen ganz für dich alleine. Ja? Es geht darum, so zu sein, wie du bist und nicht darum, so zu sein, wie die anderen dich haben wollen. Und das kommt hier nämlich auch mit. Ja? Und deswegen auch hier die Klärung, hier geht es jetzt nicht um Tabula Rasa, sondern da geht es eher darum, einen Hausputz zu machen, selber aber nicht bei anderen ausputzen zu wollen und schon gar nicht irgendwas anderes konflikthaft irgendwie hier zu lösen, sondern es geht wirklich darum, im Frieden sich das anzuschauen, um was es da geht. Ja? Und dann erst in die Aktion zu gehen, wenn man sich darüber klar wird. Und das ist hier die Manifestation der Träume. Das hier wird wahr. Ja? Aber irgendwie habe ich das auch so wahrgenommen beim Hinspüren ein bisschen. Wenn jetzt der Seelenpartner plötzlich einen Schub hat und der Energieschub ist jetzt auch bewusst wahrscheinlich nicht gefallen, ja? Einen totalen Schub nach vorne hat und sagt, nein, ich breche jetzt sofort aus und ich beende alle Stricke, dann ist der Rückfall eher, ja, das habe ich so mitbekommen im Gefühl, ja? Sondern da geht es darum, sachte, langsam, step by step. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit, ihr werdet euch nicht vermissen. Und da kommt jetzt mit, ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Und ihr habt das hier auf dieser Seite schon erfahren oder erfahrt es noch, ja? Und hier geht es aber auch um das Seelensternchen. Und da geht es grundsätzlich darum, die Intuition wieder zu stärken, die Chakren werden gerade ausgeglichen in dieser Prüfungssituation zwischen euch beiden und es geht darum, die Beziehungsstrukturen in jeder Form wieder zu heilen. Ja, das ist wirklich das, was so mitkommt, um in diese Herzöffnung zu kommen, da bist du dabei. Ja, da geht es wirklich darum, in diese Leichtigkeit hineinzufinden und hier seinen Bereich einfach noch zu klären und für sich zu fließen. Und ganz, ganz wichtig, was jetzt die ganze Situation stärkt, sich diesem Weg hinzugeben, hier dein Seelensternchen auch an diese Vision dieser neuen Zeit, dieser neuen Ära für sich zu glauben. Ja, weil dazu wird er jetzt wirklich bereit und irgendwie spürt er das auch schon. Ja? Und ihr habt beide hier das Bad der Sterne. Ja? Wirklich in seine Lichtkörper einzutauchen, in seine kristalline Struktur, in die Aktivierung zu gehen und wirklich so in diese Übertragung des Universums für sich wirklich einzutauchen. Das ist das, worum es bei euch beiden geht und alles mit Ruhe. Ihr müsst hier nichts über ich liebe dich. Ihr müsst hier nichts übertauchen. Ihr müsst nichts übertauchen. Alles hat seine Zeit. Und die Zeit ist hier wirklich für euch wichtig und wertvoll. Ja? Seid für euch bereit, ja? Für euch bereit, für euch zu wirken und hier weiterzugehen. Ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht mehr die Bereiche, weil das haben wir schon gesehen. Es wurde jetzt einfach schon mitgegeben. Wir brauchen nicht noch extra schauen. Was ich aber schauen werde, ist, ob es da jetzt noch speziell etwas zu sagen gibt. So. Und dann zeige ich euch, wie man ganz easy cheesy mit Trick 17 mit sich arbeiten kann. Ohne großartig irgendwas zu können, zu müssen, speziell zu spüren, was auch immer, ja, sondern sich einfach nur darauf einzulassen, gerade wenn man sehr verkopft ist oder so und das Gefühl hat, ich bin blockiert, ich komme da nicht weiter, ich schaffe das nicht, ich kann vielleicht nicht sehen. Einige von euch kennen das. Ja, oder ich brauche jetzt unbedingt jemanden, damit das funktioniert. Ihr braucht euch selber und mehr im Moment nicht. Naja, ein Zettel, vielleicht ein Farbstift wäre nicht schlecht, aber ansonsten braucht ihr im Prinzip nichts. So, das schauen wir uns einmal an. Will da noch jetzt etwas Spezielles gesagt werden hier zu euch in diesem Seelenpartnerland? Oder einfach nur für euch? Schauen wir mal genau hin.
Ja, die Kontrolle loslassen und hier wirklich die Liebe bekommen und sich mit der Sternenfamilie im Moment verbinden. Ja? Also wirklich auch zu vertrauen und diese alten Fesseln, ja, dieses Misstrauens und der falschen Geborgenheit, ja, das kam jetzt irgendwie so mit, fallen zu lassen, sein zu lassen und sich dem Strom des Lebens hinzugeben und hier sich wirklich auch mit seiner Sternenfamilie, mit seinem Kosmos, mit der Erde hier zu verbinden und hier in diesen Neuanfang zu gehen. Ja, das ist wirklich noch einmal die Information, die da speziell mitkommt. Ja. Haben wir wieder den Umbruch, ja, und hier einfach auch in einer mitfühlenden, freundschaftlichen Art vielleicht auch den Seelenpartner lernen lassen, ja, oder einfach schauen, dass man sich hier auch mit Freunden verbindet oder vielleicht auch mit jemandem anderen einfach auch ein bisschen Schönheit, Selbstliebe, Leichtigkeit erfährt, ja, aber auf jeden Fall geht es hier um eine wunderschön verbundene, loyale Geschichte. Ja? Und vielleicht ist hier jetzt jemand noch ein bisschen verquert. Dann ist es so, es geht jetzt aber um dich, es geht jetzt um euch und hier geht es ums Lernen. Ja? Und da schaut man schon hin. Ja? Und vielleicht ist dieses Seelensternchen einfach hier auch noch wirklich am Lernprozess für sich selber und dort muss er hin. Ja? Also gib dem nicht zu viel Energie, ja? Sondern geh in deinen Umbruch und schau dann, dass auf der Seite der gewandelte Seelenpartner dann zu dir finden kann, um dir den Schlüssel zu seinem Herzen zu überreichen. Ja, um diese Liebe auch wirklich zu leben, ohne dass hier irgendwelche Masken fallen. Denn dazu werdet ihr geführt. Ja, aber noch ist es einfach nicht so weit. Für den einen oder anderen sollte das jetzt hier noch einmal gesagt werden. Gut, dann schauen wir uns das an. Ich drücke mal jetzt auf Pause und komme gleich wieder. So, ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Stift, ich habe mich jetzt für die gelbe Farbe entschieden, einfach ein Notizblock. Und es wollten noch Karten fallen, und zwar Wunder. In dieser Beziehung steht eine Veränderung an. Es geht um dich, glaube an Wunder dieses Lebens, schmiede dir deinen neuen Pfade selbst. Geh in die Vollkommenheit, lass dich fallen, du bist das da in deinem Leben und schau dich selbst mal an, ja. Stell dich deinen Ängsten, was die Liebe betrifft, geh in den Umbruch und in deine Stabilität. Denn das ist das, was gelebt werden will. Und hier kommt dann noch einmal für euch der Wunschwunderbrunnen. Ja? Und diese Tiefe, diese Überfülle, die ihr leben dürft. Ja? Und da beginnt auch dieses neue Universum. Ihr Lieben, ja? Darum geht's. So, jetzt machen wir ganz einfach nur eine Figur. Ja? Das seid ihr. Das steht ihr. Ja? Wir sind jetzt hier bei keinem Zeichenwettbewerb, nichts. Ja? Es geht einfach nur um das Thema selbst. Ja, ich mache das jetzt bewusst so ein bisschen. Oder machen wir es. Machen wir. So, die Arme, Taille. Dann sagen wir, hier sind die Punkte. Da geht es um den Erdenstern, da geht es um den Seelenstern. Wir können hier auch die Flügel ein bisschen machen. Schaut einmal, wie ihr das für euch haben wollt. Es geht um euch, verbindet euch da mit euch, mit dieser Gestalt und schaut einfach mal hin. Dann habe ich hier ein paar Kugeln. Es ist wirklich keine Hexerei, es ist ganz, ganz einfach. Ja? Ihr wollt jetzt einfach schauen, gibt es irgendwo in eurem Energiesystem irgendwas, was ihr jetzt genau betrachten könnt. So. Und wo haben wir jetzt den Schwerpunkt? Hier haben wir ein kleines Kügelchen beim Herz. Irgendwo ist vielleicht auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, spürt ihr mal hin, ein Flügelchen von euch ein bisschen gestutzt. Da ganz am Rand sehen wir auch, gibt es ein Schleierchen. Und dann haben wir bei den Knien und bei den Füßen, ja, haben wir hier tatsächlich ein bisschen einen Schwerpunkt. Ja. Also es geht wirklich da unten um die irdische Stabilität. Im Herz hier wirklich noch die alten Wunden, das haben wir vorher schon gesehen. Da, ich nehme eher die rechte Seite wahr, spürt er für euch hin, ja, da geht es eher um den Rücken hinten, nochmal zu schauen, wirklich, wo fließt es dahin, sich vielleicht wirklich noch einmal so unter den Lichtstrom der Schöpfung, ja, ich stelle mich unter den Lichtstrom der Schöpfung, um mich von allen negativen Informationen und Emotionen und allem, was mir zu meinem
höchsten göttlichen Wirken nicht mehr dienlich ist, zu reinigen und zu befreien. Ja? Auch von allen Fremdenergien und vor allem zu allem, was nicht mehr zu mir stimmig ist, mich da zu befreien und mich mit neuem Licht in diesem Wasserfall des göttlichen Lichts zu fluten. Ja? Und hier wirklich von innen noch einmal so den Herzbereich auszustreichen. Das sage ich euch jetzt, weil ich spüre. Ja, hier geht es einfach noch darum, sein Energiefeld zu stärken und vielleicht ein bisschen auch in die Weite zu gehen, was, glaube ich, automatisch auch passiert, wenn ihr hier einfach diesen Bereich einnimmt. Und dann haben wir hier hinten zu den Knien, ja, wirklich hier noch einmal aufzumachen, hier einfach diesen Energiestrom zu spüren, bis hinunter zu den Füßen schauen, dass man wirklich mit beiden Beinen auf der Erde steht und diesen Durchfluss, ja, von oben kommt der Energiefluss runter. So, und jetzt geht es darum, jetzt habt ihr das gesehen, jetzt seht ihr, okay, da habe ich einen Schwerpunkt. Ja. Jetzt geht es wirklich, ich verbinde mich mit meinem göttlichen Licht und hole mir da die ganze Energie hinunter und verbinde den Energiestrom, das nehmen wir alles weg, das darf schon gehen. Ja, auch das ist ja ein Thema, wo man sagt, ich gehe in die Breite. Jetzt lasse ich hier den ganzen Energiestrom einfach hinunterfließen. Und ihr spürt das, es wird immer breiter und immer breiter. Ja, und verbindet euch hier wirklich mit Mutter Erde, lasst es durchfließen. Spürt, wie das bei den Knien warm wird, breiter wird. Ja, der Lichtstrom, der hier einfach durchfließt, immer breiter wird. Und sich speziell eben auch mit den Knien und mit der Erde verbindet. Einfach den Energiefluss von oben nach unten runterholen. Genau. Ins Herz mehr einfließen lassen. Ja? In die Krone mehr einfließen lassen. In die Stirn, in den Hals, ins Herz, in den Solarplexus, Sakral. Wurzel, Knie, Füße, Erden, Stern, Verbundenheit zur Erde. Und einfach spüren, wie man hier für sich in die Breite geht, um sich sein Feld neu einzurichten und zu bestellen, ihr Lieben. Ja, und da spürt ihr dann einfach mit, wie in die Breite geht und euren Raum für euch einnimmt. Fertig ist die Hexerei! So! Also so kann man sich auch schnell helfen, wenn man gerade keine anderen Strukturen zur Verfügung hat. Ja, wir kennen das ja bei Kindern und auch bei Erwachsenen, die Ausdrucksgeschichte, dass man natürlich seine Seele zum Ausdruck bringen kann und etwas zu Papier bringt. Das geht aber auch umgedreht, man kann etwas zu Papier bringen, um es in der Seele zu manifestieren und dort für sich zu stärken. So, das war's. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass es euch gibt und seid für euch bereit. Tschüss, bis dann. Ram Bolo.